Wie häufig prockt der Vigor? Das zähle ich. Ich zähle nur dem Vigor. Der Vigor hat mindestens jede zweite Runde geprockt. Mindestens jede zweite Runde. Der hat nicht ein View-Set, der hat 100 View-Sets. Pass auf. So. Jetzt mache ich das. Das ist alles fein. Das ist okay. Ja, ja, das, ja. War ganz schön. Nice Proc. Das war, glaube ich, ein bisschen Missplays. Hätte ich machen müssen. Aber wie gesagt, wäre die Bombe gelandet, wäre sie down und es wäre ganz anders ausgegangen. Unnötiger Proc meiner Seite. Proc 1. Direkt in der ersten Runde. Proc. So. Wichtiger Proc, by the way. Ja, ich gehe nur auf den Vigor, die anderen sind mir gerade egal. Der Vigor ist mir sehr aufgefallen, was das angeht. Ja. Ja, ja, ja. Proc 2. Zweimal hintereinander. Das ist Proc 3. Proc 3. Wie gesagt, ich habe auch viel geprockt mit Gianna und so, das sehe ich, aber das ist, darum geht's nicht. Er hat die wichtigen Proc. Er hat die Procs, die ihm helfen. Ich habe nicht die Procs, die mir helfen. Ja? Na, da war mal kein Proc. Ich glaube, jetzt kam der Proc wieder. Proc 4. Und ich glaube, jetzt habe ich aufgegeben, ja. Vier Procs, die ihm geholfen haben. Das Ding ist, seine Procs waren Buff Heal into Deathbreak oder Deathbreak into Heal. Ja, das waren die Procs. Ich habe Procs bekommen into Cooldown. Ja, nach dem Heal instant einen Deathbreak setzen konnte oder nach dem Deathbreak instant nochmal einen Heal rein hinterher klopfen konnte. Ja, das ist das Entscheidende. Nicht das, was ich geprockt habe. Ich habe, wie gesagt, in Cooldowns reingeprockt. Und das bringt mir nichts. Ja, da sind die Procs unnötig. Das ist verschwendet. Das ist ein verschwendeter, unnötiger Proc. Wenn er gekommen wäre, während ich jetzt zum Beispiel, sag mal, Bombe, ja, dann kriege ich einen zusätzlichen Turn. Mein Strip hätte jetzt aber noch zwei Runden Cooldown. Ja, dann mache ich einen Auto-Attack. Dann Proc into Strip. Das wäre ein wichtiger Proc gewesen. So, beispielsweise. Ja, deswegen waren meine Procs unnötig. Er hat so viel geprockt, wenn man mal Come to us Logik eingeht, ja, die sowieso total hirnrissig ist, beziehungsweise überhaupt nicht funktioniert, sind wir ja, die Ausgleiche waren ja da. Ne, die Ausgleiche der Procs waren ja da. Weil ich, wie gesagt, ich habe geprockt am Anfang, er hat danach geprockt. Und warum kann das dann nicht in anderen Matches passieren? Wenn der Gegner fünfmal prockt, ich schon bei Prozentzahl 5000 sein musste, ich aber immer noch nicht procke. Wo ist die Logik? Wo ist die Logik? Ja, ich verstehe die Logik nicht. Ja, die bieten schon so ein Ding an und es läuft nicht. Das läuft einfach nicht, ja. Die hauen irgendwas rein, nehmen es wahrscheinlich nach zwei Tagen wieder raus, weil sie lustig finden. So stelle ich mir Contours vor. Ja, ich stelle mir das so vor, die sitzen, programmieren da irgendwas, keine Ahnung, spielen hier Google-Dinosaurier-Match und also diesen komischen Ladebildschirm da. Patchen uns rein und einen Tag später ist es wieder draußen, weil sie vergessen haben. Ups. Ja? So stelle ich mir Comptors in ihren komischen Headquarter davor. Das ist einfach traurig, weil ich muss sagen, das Ding ist, sie wollen es in E-Sports reinbringen. Ja, man merkt mit SVC, sie wollen so Richtung E-Sports gehen. Ja? Aber die verkacken es immer wieder aufs Neue. Die verkacken es einfach immer wieder aufs Neue. Ja, und das ist halt das, was ich nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Ja? Ich weiß schon, warum Comptos mit mir keine Kooperation machen will. Ich bin hier einfach nur am Dissen. Ich bin die ganze Zeit, Samnas so einfach nur am Dissen. Die wollen das Spiel E-Sports tauglich haben. Ja, sie wollen da so ein bisschen in die Zähne rutschen. Was in einem RNG-Spiel sehr schwierig ist. Ja, sage ich mal. Es ist nicht gern gesehen, es wird eher geflamed. So ein bisschen. Kann ich auch verstehen. Weil RNG hat, finde ich, im E-Sports auch nicht viel zu suchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Spiel ist 80% RNG. Und 10% Pay-to-Win und 10% Luck. Ja, also Luck in der Hinsicht Runenfarm und so.
Das Ding ist, wenn sie wirklich das RNG weiter rausnehmen wollen, die müssten die Viorun rausnehmen. Das ist das einzige RNG-Format in der RTA. Ja, das RNG in der RTA sind die Vioprox. Der Rest ist mehr Whale. Ja, also je nachdem, wer hat die schnellsten Sets, wer hat die schnellsten Qual-Sets, die schnellsten Swift-Sets, whatever. Das wäre aber rein theoretisch gesehen eher E-Sports-tauglicher, ganz vorsichtig gesagt, ja. Weil der Vio, also das Problem mit dem Vio-Ruhen, ist zu groß in der RTA. Das kann man nicht balancen. Trotz dieser komischen Prozentschwankung, da, man merkt nichts. Sind wir mal ehrlich, man merkt davon nichts. Die Sperre nur einmal zu procken, also wenn das nicht der Fall, das war ja am Anfang nicht der Fall, soweit ich weiß. Ne, ich sag nichts. Also das hättest du wegwerfen können. Direkt weg. Ja, das Problem bei diesen E-Sports-tauglichen, also RTA soll ja Richtung E-Sports gehen. Wie gesagt, die Viorun, das hat nichts mit Spaß zu tun in der Hinsicht. Wenn sie Richtung E-Sports gehen wollen, da hat Spaß nicht so viel zu suchen. Ja, wisst ihr, man spielt, sagen wir das Wo an sich, natürlich spielt man das aus Spaß, aber in einem Turnier, vor allem Weltmeisterschaft, da spielt man nicht unbedingt aus Spaß, sondern man möchte natürlich gewinnen, sonst würde man nicht mitmachen. Ja, man will ja was erreichen. Und wenn man verliert, das hat man auch sehr häufig in SWC gesehen, ja, gab sehr viele Matches, die wirklich auf RNG basiert waren. Ich glaube, Shishu oder wie der hieß, der hat auch darüber eine Analytics gemacht, da hat er es mehr oder weniger fast selber gesagt, dass einfach Bad RNG da war. Und das hat nichts in E-Sports zu suchen. Und deswegen, wenn sie in die Richtung gehen wollen, deswegen werden sie immer so belächelt. Ja, also man hat es vor allem bei der ersten, wo wirklich Zehntausende zugeguckt haben, da wurden sie sehr hart belächelt bezüglich RNG. RNG hat nichts zu suchen da. Ja, schauen wir uns mal andere an. LOL, Call of Duty, Counter-Strike, was gibt's noch? Was ist noch so weit oben? Also so wirklich populär. Ja, Overwatch. Hearthstone ist auch RNG, aber Hearthstone ist auch nicht mehr so weit vertreten. Ja, Hearthstone zum Beispiel aus dem Kartenspiel. Kartenspiele sind immer glückabhängig, ja. Das ist normal. Ja, das sind einfach so Spiele, die haben auch, ja, man sieht es. Am Anfang war es gut und dann geht es immer weiter runter. Das ist halt RNG. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ausgehört habe, sowas zu spielen, weil einfach der RNG-Faktor, beziehungsweise du brauchst Luck. Und das ist dasselbe Prinzip. Es ist Luck. Und Hearthstone habe ich damals auch sehr gerne gespielt, auch sehr viel gespielt. Und ich habe es aufgehört deswegen, weil ich es nicht besitze. Und das, finde ich, ist nicht richtig. Ja, und bei Shootern oder LOL oder sowas. Ich meine, ich spiele kein LOL. Ja, ich spiele es nicht. Ich hasse das Spiel. Aber ich muss einfach sagen, in der Hinsicht ist es besser gebalanced. Ist es besser. Du musst ein bisschen was können. Du musst was verstehen. Ja, abgesehen davon, dass das ein ganz anderes Spiel ist. Aber da E-Sports verstehe ich eher, weil da nicht so viel RNG mit drin ist. Ja, da ist nicht so viel drin. Da ist ein bisschen, das natürlich Glück und so ist da auch mit drin, aber Skill, also was heißt Skill, Können und so ist ein bisschen höher angesetzt als das RNG. Und das hier, das ist zu 80% RNG. Mehr ist das nicht. Ja, okay, 10% wie gesagt ist Luck und 10% Way. Das ist alles. Das ist der Grund, warum RGA nicht gerne gespielt wird. Neben den Farmern. Die Farmern, das ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja der Horror schlechthin. Das Farmen also das Farmen in der RTA, da sollte man mal Strafen raushauen. Ganz ehrlich, da sollte man. Das nimmt den Spielern das Spielspaß weg. Ja? Das hier, das ist der Endcontent. Ja? Mehr gibt's nicht. Wenn du alles andere kannst und machen kannst, das hier ist der Endcontent. Und da haut man doch nicht so eine Shit raus. Ja, das ist das. Das ist halt so. Ja, natürlich, man muss es nicht spielen, man ist nicht verpflichtet. Aber was willst du machen? Willst du den ganzen Tag 10 Stunden Ruhen fahren? Und nichts anderes? Und nicht mal einen Erfolg sehen, außer ein bisschen im GKBK? Also, sind wir mal ehrlich, da macht doch keinen Spaß. Ja, viele haben auch Spaß hieran. Kann ich nicht nachvollziehen, aber viele haben auch hieran Spaß. Kann ich nicht verstehen. Das hier, wie gesagt, wäre es nicht so RNG-lastig, ist das Prinzip sogar sehr geil. Ja, ich feiere das. Ich mag das. Das ist die beste Echtzeit-Arena, die ich jemals gespielt habe, in solchen Spielen.
Ja, dieses Format ist geil. Aber die Umsetzung ist wieder shit. Und dasselbe wie bei TUA Hard. Das ist genau dasselbe. Das ist einfach genau dasselbe. Ja, das ist einfach genau dasselbe. Und das ist einfach das Traurige. Klar, man hat angefordert, ja, ich werde darauf wahrscheinlich ein eigenes Video machen. Ich sehe jetzt schon. Ja, bei TUA Hard ist es, hell ist es auch dasselbe Prinzip. Ja, klar, man hat davon, also ich glaube, Bagel hat es gesagt. Man hat davon, aber man wollte es haben. Ja, und was sollen sie machen? Soll es leichter machen als hart? Ja, er hat recht damit. Natürlich sollte es schwieriger sein als hart. Aber es muss nicht auf diese Art schwierig sein. Ich weiß, die haben es, glaube ich, inzwischen angepasst ein bisschen. Ich habe noch nicht reingeguckt, keine Ahnung. Ja, aber damals war es so, hart ist vielseitig definierbar. Ja, und diese Art hart, beziehungsweise hell, ist nicht das Format hell, was viele oder einige nicht wollen. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, hell zu definieren. Und hell muss nicht gleich heißen, ich schaue die Rest auf over 9 Millionen hoch, sondern es gibt andere Seiten von hell, die man noch benutzen könnte, als es sich einfach so leicht zu machen. Und das ist das. Das ist das Problem. Ja, dass sich einfach die Sachen einfach nur in so Kleinigkeiten problematisch ist, sage ich mal, ja. Das ist das. Nicht das, die Idee und die so, das ist alles geil. Weltarena, geil, ja. Das finde ich mega gut, das Prinzip und so, ja. TUA Hell, auch mega cool mit den Sternen, finde ich mega hart. Aber die Umsetzung ist shit. Und das vermasseln die immer wieder. Ja, die hauen was rein, was auch cool ist. Tartaros auch. Auch richtig geile Idee, richtig cool, auch am Anfang. Ja, viele haben es nicht so gefeiert am Anfang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's cool, die Idee war nice, aber die Umsetzung war am Anfang shit. Und das ist, hat sich jetzt erst vor ein paar, ich glaube ein paar Jahren, Monaten, gebessert, ein bisschen. Ja, das ist das Problem. Die hauen immer geile Scheiße raus, aber die Scheiße ist einfach nicht Gold, die ist eher so Kacke. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach, die hauen lecker ein bisschen raus, aber irgendwie fehlt das. Da fehlt was. Ja, und das ist das. Und dasselbe mit der RTA. Das Problem nur, die RTA besteht schon sehr, 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 sehr lang. Ja, und es sagen sehr, 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 sehr viele Menschen, macht was. Und Kamtuas denkt sich so, nee. Ja, du spielst doch. Warum soll ich da was machen? Warum soll ich da was ändern, wenn du das spielst? Ja? So. Das ist halt das Ding. Das ist das. Das ist einfach das Ding. Warum? Warum? Warum haut man goldene Kacke raus, die am Ende einfach nur eine Hülle ist? Ja, das ist das. Das ist das Ding. Und das ist das, was mich stört. Das ist das. Nicht das. Das. Das stört mich nicht. Das Drumherum stört mich. Ja? Und wie sie verzweifelt irgendwas versuchen, aber es nicht klappt. Und fragen sich, warum. Ja, natürlich, man kann keine Viorun rausnehmen. Das funktioniert nicht. Man kann die Viorun nicht einfach aus dem Spiel gehen. Also das kann nicht. Das geht nicht. Ja. Die Viorun jetzt 10% Proc-Chance runterzunehmen, auch nicht die beste Option, weil dann sind sie wahrscheinlich schon fast useless. Ja, dann gibt es ein Vio-Set, also gibt es ein Set, was mal sehr stark war, einfach existiert nicht mehr. Ja. Kann man auch direkt rausnehmen, so beispielsweise. Mit Vio haben sie schon von Anfang an eine Kacke gebaut. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das Spiel, was also, das kritisieren sehr viele, Viorun. Und in der RTA ist es halt nochmal eine Nummer schlimmer. Und die haben mal den Fazit zur RTA. Es soll ja Spaß machen. Das war so, ich sag mal, grob formuliert war das Ganze, es soll Spaß machen. Ja? Spaß machen, wenn man mal einen Proc kriegt, etc. Ja, kann auf einer Seite spaßig sein. Für die eine Seite. Für die andere Seite, die, wie jetzt ich, wenn man jetzt gleichwürdige Gegner kriegt, wie zum Beispiel das mit dem Vigor gerade, das war ein Match, das hätte man gewinnen können, ja, vielleicht habe ich hier und da auch ein paar Fehler gemacht. Ja, aber das, ich, wie gesagt, wir hatten ja ausgleichende Picks. Da hat das System, falls es existiert, gegriffen. Ja, aber dass der Fehler da drin wieder in diesem System ist, wer die Procs kriegt, ist nicht klar. Ja, und das ist wieder RNG. Merkt ihr was? Egal wie man es dreht und wendet, vor allem, ich rede jetzt mal nur über die RTA, ist nichts anderes als RNG.
Selbst der schlechteste Vollhonk könnte eventuell einen G-Spieler besiegen. Habe ich auch schon häufiger gesehen. Ja, einer, der wirklich schlechtere Runen als ich habe, kann easy peasy einen Gegner besiegen, der auf dem G-Rang spielt, der wesentlich das doppelt, dreifache an Runenqualität hat, wenn sein RNG einfach wesentlich besser ist als der des anderen Spielers. Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein, dass ein Spieler, der wirklich investiert hat, Zeit, Geld, whatever, gegen einen Bob verliert, in Anführungszeichen, weil sein RNG einfach da ist. Das ist, wenn man jetzt mal E-Sports wieder mit reinzieht, kein E-Sports. Das ist kein E-Sports. Ja, der Bob, kannst das so vergleichen. Ich kenne mich mit der anderen Szene nicht aus, keine Ahnung. Nimm mal Faker als Beispiel. Wenn ich jetzt gegen Faker spielen würde bei LoL, ja, und ich würde den platt machen, weil mein RNG geil ist. Was ist das? Ja, einen Pro-Spieler platt zu machen, weil der Bob, ich, einfach mehr RNG habe. Das darf nicht sein. Das darf in der Weltarena nicht sein. Ja, nicht in Richtung E-Sports. Deswegen E-Sports wird bei KamTOS richtig belächelt. Genau aus solchen Gründen. Deswegen wird dieses Spiel hier, wird nie wirklich in der E-Sports-Szene anerkannt. Kann ich jetzt schon sagen. Genau aus diesen Gründen. Ich weiß, KamTOS hasst mich dafür, dass ich sie andauernd kritisiere und disse. Ist mir aber im Großen und Ganzen shit egal. Ich werde da wahrscheinlich sogar ein eigenes Video rausmachen. Ich habe jetzt so lange darüber geheult, aber das muss mal raus. Es regen nicht viele darüber. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben viele Kooperationen mit KamTOS oder Summoners War. Ist mir eigentlich Latte die Hose. Ist einfach meine Meinung. Ja, weil das Spiel einfach sehr viel Arbeit noch braucht. Sehr viel. Sehr viel Liebe braucht das Spiel von KamTOS noch. Um einige Sachen. Viele mögen es. Viele mögen sowas. Vor allem Asiaten, die wirklich auf Grinden aus sind. Die mögen sowas. Ja, deswegen. Ohne persönlich zu werden oder irgendwie jetzt, ne, ich enthalte mich in dieser sowas, aber man sieht, man hat auch Ausnahmen. Also Deutsch habe ich noch gar nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Amerikaner und so sieht man auch, ja. Aber zu 80% sind Asiaten, aber das liegt auch mehr so, ne, die mögen sowas. Ja, die mögen sowas. Das merkt man, hat man schon bei anderen Spielen gesehen, die wirklich sehr grindlastig sind. Man merkt, also die mögen das einfach. Die mögen sowas. Ja, ist ja okay. Aber da muss KamTOS einfach gegenarbeiten. Ja, da muss KamTOS sagen, nein, halt, stopp. Einfach stopp. Nee, wird nicht mehr gemacht. Ja, das kann nicht sein. Wir hatten jetzt, glaube ich, nur ein G-Spieler. Der Rest war sehr ausgeglichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war auch okay. Sage ich auch nichts gegen. Das war, wie gesagt, mehr Bad RNG als alles andere. Aber vor allem die RTH, die hat ein sehr hohes Überarbeitung nötig. Also ich wäre dafür, ganz ehrlich, überlegt euch einfach ein neues Konzept. Nehmt sie für einen Monat weg. Ja, nehmt sie raus für einen Monat. Aber kommt dann mit einer richtig guten RTA wieder. Das wäre mein Wunsch. Ja, einfach eine richtig schön überarbeitete RTA. Ja, wo wirklich alles ein bisschen mehr mit Kopf gemacht wurde. Ja, das wäre schön. Das wäre schön und ich glaube, das würden auch viele Spieler feiern. Ja, einfach... ein ausgewogene RTA für den Endgame-Bereich mit gebalanceden Sachen, mit gebalanceden Gegnern, mit keinen Farmern, mit schön Spaß. Ja, bisschen gebalanceden Views, Ruhen, weil wie gesagt, man kann so nicht rausgehen, das geht nicht. Ja, einfach angenehmer. Das ist mein Wunsch an KamTOS. Nehmt diese RTA. Einen Monat raus, überarbeitet sie von Kopf bis Fuß, ja, oder wenn ihr, whatever, meinetwegen könnt ihr auch drin lassen, keine Ahnung, wie das funktioniert, überarbeitet sie mit Kopf und ein bisschen Herz zum Spiel, ja, und macht euch Gedanken darüber, nicht nur die G-Spieler zu unterstützen, sondern auch die Spieler, die Spaß am Spiel haben, die nicht 5 Millionen Euro in das Spiel reincashen, ja, die wirklich mal mit Spaß an die Sache rangehen wollen, aber ihr Nein sagt, ja, versucht doch mal, ja, einfach mal ein bisschen den Spielern entgegenzukommen. Es sagen so viele sagen das. Und ihr macht's nicht. Verstehe ich nicht. Ne?
Gut, ich bin durch. Keine Ahnung, wie ich schneide. Ich schätze, das wird ein separates Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mal rein.